Dieses Wochenende haben wir tatsächlich die Chance, bei uns in Deutschland Polarlichter zu sehen. Das liegt an einer starken Sonneneruption. Die Wolken spielen vielerorts dabei aber nicht mit und versperren uns den Blick in den Himmel. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net am Samstag und damit am Wetter.net Community Tag. Das bedeutet, am Ende vom Video zeige ich euch ein paar Bilder, die ihr in die Wetter.net Facebook-Gruppe hochgeladen habt, die uns unter den vielen schönen Bildern ganz besonders gut gefallen haben. Zunächst da schauen wir aber nochmal aufs Wetter und als allererstes einmal auf die Wolken heute Nacht zurück. Und Wolken sind wirklich ziemlich viele unterwegs und in der Nacht weiterhin im Osten, da kann es dann stellenweise aber mal auflockern und dann können wir auch den Blick auf die Sterne werfen und vielleicht sogar einen Blick auf die Polarlichter erhaschen. Ansonsten ist es wirklich schwer, denn es sind reichlich Wolken unterwegs. Diese bringen dann im Westen auch noch mal ein paar Regentropfen mit. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 5 Grad zurück. In den Alpen wird es noch etwas kühler. Denkt auch daran, dass in der Nacht die Zeit bzw. die Uhr wieder umgestellt wird. Und dann morgen an Halloween, da kann sich die Sonne vielfach nicht gegen die Wolken behaupten. Die Wolken dominieren weiterhin am Himmel. Nur in der Südhälfte des Ostens und in Bayern, da hat die Sonne wirklich wesentlich bessere Karten. Die Temperaturen klettern dazu nochmal bis auf 20 Grad im Rhein-Main-Gebiet, am Oberrhein und auch an den Alpen. An den Alpen sorgt vor allen Dingen der Föhn für diese Temperaturen. Im Nordwesten des Landes, da bleibt es hingegen etwas kühler. Und am Montag, da geht es dann mit reichlich dichten Regenwolken weiter. Nur selten, da schaffen es mal ein paar Sonnenstrahlen, sich an den Wolken vorbeizuschieben, bei Temperaturen von bis zu 17 Grad. Am Dienstag, da machen die Höchstwerte dann schon bei 15 Grad halt. Dazu sind immer noch Regenwolken mit dabei. Stellenweise, da kann sich die Sonne dann aber wirklich über längere Zeit behaupten und vom Himmel lachen. Am Mittwoch, da geht es dann wirklich wechselhaft und durchwachsen weiter. Immer mal wieder Regenschauer und auch etwas anhaltender Regen. Auch im Süden sind ein paar Schauer mit dabei. Dazu dichte Wolken. Die Sonne hat wirklich nur wenig Chancen bei Temperaturen von bis zu 13 Grad. Schauen wir noch auf die Bilder, die ihr in die Wetter.net Facebook-Gruppe hochgeladen habt. Und das erste Bild, das ich euch zeigen möchte, ist von Danny Krüger. Vielen Dank für dieses tolle Bild. Und auch ein herzliches Dankeschön für dieses wunderschöne Bild geht an Wilfried Sänger. Und das letzte Bild, das ist auch wirklich sehr atemberaubend, von dieser Herbstkulisse mit dem spiegelnden See, Andreas Sternberg, auch dir ein großes Dankeschön. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video doch gerne den Daumen nach oben und klickt auch noch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut zum Thema Wetter informiert seid. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Chance habt, Polarlichter zu sehen oder dann in der Nacht vielleicht auch seht. Macht auch gerne ein paar Bilder und ladet sie in der Facebook-Gruppe hoch. Habt einen wunderschönen restlichen Samstag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.